Willkommen zum heutigen Programm. Bei den weisen Menschen dieser Welt findet man immer viel Humor. Und wir wissen alle, Lachen öffnet unsere Herzen. Dein Lachen und dein Humor bewirkt etwas Gutes bei dir und bei deinen Mitmenschen. Darum beginne ich hier das heutige Programm mit ein paar Witzen. Da war ein Rabbi, ein Meditationsmeister. Er hielt gerade einen Meditationskurs mit Übungen von morgens bis abends. Und da waren zwei Schüler, voll Hingabe zu ihrem Rabbi. Jetzt kam es, dass sie Lust hatten zu rauchen, wagten es aber nicht, ohne zuerst ihren geliebten Rabbi um Erlaubnis zu fragen. Fragt der erste Schüler: »Rabbi, darf ich rauchen während der Meditation?« Antwortet der Rabbi: »Deine Frage erstaunt mich sehr. Natürlich darfst du nicht rauchen während der Meditation.« Fragt der zweite Schüler: »Lieber Rabbi, darf ich meditieren, während ich rauche?« Antwortet der Rabbi: »Natürlich, mein Sohn, immer mein Sohn.« Treffen sich zwei alte Freunde auf der Straße wieder. Fragt der eine: »Hallo, wie geht es dir?« »Danke, gut, es läuft, so wie immer.« »Und wie geht es deinem Sohn? Ist er immer noch arbeitslos?« »Ja, leider. Aber er meditiert jetzt.« »Meditieren? Was ist denn das?« »Ich weiß es nicht genau, aber er sagt, das sei besser als einfach rumsitzen und nichts tun.« Zwei buddhistische Mönche gingen zusammen auf Pilgerreise, für die sie auch verschiedene Gelübde abgelegt hatten, unter anderem auch in dieser Zeit Frauen fern zu bleiben. An einem Fluss angekommen, wurden sie von einer schönen jungen Frau angesprochen, mit der Bitte um Hilfe, um an das andere Ufer zu gelangen. Der eine Mönch überlegte nicht lange, hob sie auf seine starken Schultern und brachte sie sicher ans andere Ufer. Dort setzten sie ihre Pilgerreise fort. Der zweite Mönch machte sich Gedanken über das Verhalten seines Bruders in Bezug auf das Gelübde, das sie abgelegt hatten. Und so, nach einer Stunde der Überlegungen, fragte er: »Wie konntest du auch diese Frau anfassen, wo du doch ein Gelübde abgelegt hast? Wie kannst du das vereinbaren?« Darauf bekam er die Antwort: »Ich habe meinem Mitgefühl und meiner Anteilnahme Ausdruck gegeben und sie über den Fluss gebracht und wieder abgestellt. Du hingegen trägst sie immer noch.« Martin wacht morgens mit einem furchtbaren Kater auf. Er zwingt sich, die Augen zu öffnen und blickt zuerst auf eine Packung Aspirin und ein Glas Wasser auf dem Nachttischchen. Er setzt sich auf und schaut sich um. Auf einem Stuhl ist seine gesamte Kleidung schön zusammengefaltet. Er sieht, dass im Schlafzimmer alles sauber und ordentlich aufgeräumt ist. Und so sieht es in der ganzen Wohnung aus. Er nimmt die Aspirin und bemerkt einen Zettel auf dem Tisch. »Liebling, das Frühstück steht in der Küche. Ich bin schon früh raus, um einkaufen zu gehen.
ich liebe dich. Also geht er in die Küche und tatsächlich, da steht ein fertig gemachtes Frühstück und die Morgenzeitung liegt auf dem Tisch. Außerdem sitzt da sein Sohn und isst. Martin fragt ihn: Kleiner, was ist gestern eigentlich passiert? Sein Sohn sagt: Tja, Paps, du bist um 3 Uhr früh heimgekommen, total besoffen und eigentlich schon halb bewusstlos. Du hast ein paar Möbel demoliert, in den Flur gekotzt und hast dir fast ein Auge ausgestochen, als du gegen einen Türgriff gelaufen bist. Verwirrt fragt Martin weiter: Und warum ist dann alles hier so aufgeräumt, meine Klamotten sauber zusammengelegt und das Frühstück auf dem Tisch? Ach das, antwortet ihm sein Sohn, Mama hat dich ins Schlafzimmer geschleift und aufs Bett gewuchtet. Aber als sie versuchte, dir die Hosen auszuziehen, hast du gesagt: Hände weg, Fräulein, ich bin glücklich verheiratet. Okay, das war's für heute. Begeben wir uns jetzt auf eine tiefer gelegene Betrachtungsweise. Die grundlegende Natur unseres Geistes ist das reine Bewusstsein, dessen natürliche Ausdrucksweise Freude und Liebe sind. Jede Erfahrung, die wir machen können, hat als Grundlage unser Bewusstsein. Aus diesem Grunde bleiben Freude und Liebe in jeder Situation erreichbar. In Zeiten, wo unser Geist ruhig ist und wir keine gestörten Emotionen erfahren, fällt es uns einigermaßen leicht, mit unserer inneren Freude den Kontakt aufzunehmen. Wir können unsere Augen einen Moment lang schließen und indem wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem lenken, ist es für uns sehr leicht, den Kontakt mit unserer inneren Freude aufzunehmen und diese Freude zu erfahren. Es wird kein Freudeschrei sein, aber eine stille, innere Erfahrung feiner Freude. Ich sage üblicherweise, wie ein Lächeln, das man nicht sieht. In einer Situation hingegen, wo wir gerade gestörte Emotionen erfahren oder Schmerzen, können wir nicht daran vorbeigehen, im Versuch direkt zu unserer inneren Freude zu gelangen, im Versuch unserer Schmerzen auszuweichen. Wir können daran nicht einfach vorbeigehen, sondern wir müssen diese momentan unangenehme Erfahrung voll akzeptieren und diese gestörte Emotionen oder Schmerzen ganz fühlen. Wir müssen uns von der Geschichte lösen, die diese gestörten Emotionen oder Schmerzen verursacht hat. Wir müssen in diese Emotionen und Gefühle voll eintauchen und sie gänzlich erfahren. Und jetzt, mit der Aufmerksamkeit auf unseren Atem, wird es uns ziemlich leicht gelingen, mit unserer inneren Freude in Kontakt zu kommen und sie zu erfahren. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass unser Schmerz schon verschwunden ist. Aber da wir jetzt wieder fähig sind, im Hintergrund unsere feine und stille Freude zu erfahren, da wird unser innerer Raum wieder weit und offen und unendlich größer als unsere momentanen Erfahrungen. Am Anfang ist es für uns noch notwendig,
für einen kurzen Augenblick die Augen zu schließen, um den Kontakt mit unserem inneren Raum aufzunehmen. Mit der Zeit und der Erfahrung wird diese innere Verbindung immer leichter und spontaner, und es wird nicht mehr nötig sein, die Augen dazu zu schließen. In den verschiedenen Situationen unseres täglichen Lebens können wir wiederholt und schnell den Kontakt aufnehmen mit unserem inneren Raum, mit unserer inneren stillen Freude. Wir können uns daran erinnern, während dem Gesang, am Anfang zur Meditation, während der Arbeit, bei einem Spaziergang und bevor wir einschlafen. Die Qualität unseres Lebens wird dadurch bereichert. Machen wir jetzt sofort eine Übung. Schließe deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, wie er reinfließt, wie er rausfließt. Und versuche jetzt, den Kontakt aufzunehmen mit deiner inneren Freude. Verbleibe für einen kurzen Moment in der Erfahrung deiner inneren Freude. Was ich dir von ganzem Herzen wünsche, ist, dass du die Möglichkeit hast, die Schönheit, Größe und Kraft deiner eigenen Natur zu erkennen. Ich möchte, dass es dir möglich wird, dich mit deinem eigenen Sein zu identifizieren. Ich wünsche dir, dass du dein Fühlen, Denken und Handeln in Übereinstimmung bringen kannst mit deiner inneren Kostbarkeit, mit deiner grundlegenden Gutheit. Ich wünsche dir, dass du lernst, dich an deinem eigenen Bewusstsein zu berauschen. Ich wünsche dir, dass du grundlos glücklich bist. Ich wünsche dir viel Liebe. Lass es dir gut ergehen und habe Vertrauen in deine grundlegende Gutheit. Alles Liebe, du wirst Erfolg haben. Unser Programm geht hier weiter mit dem Mantragesang. Jetzt singen wir zusammen das Mantra Om Namah Shivaya. Während dem Gesang versuche in Kontakt zu bleiben mit deinem inneren Raum, deiner inneren Freude. Und verbunden mit der inneren Freude wirst du auch immer die Liebe finden. Nach dem Gesang meditieren wir zusammen. Halte in der Meditation deine anstrengungslose Aufmerksamkeit weit offen. Und verbleibe in Stille. Verbleibe in ruhevoller Wachheit in der Gottesnähe. Om Namah Shivaya.
Chandrama, Chikten Samgan Chuki Shelgi, Gesa Jawalane Jongma, Chaksal Tonke Dawa Kuntu, Gangma Gangne Sekpe Shelma, Karma Tontrak Sokpan Namki, Raptu Chewe Ura Barma, Chaksal Sarno Chune Keki, Kami Chagni Nampa Genma, Sondru captive jima, Zopa samtin choyo nima, Traxel dajim shekpe soto, Taye nampa gelwa choma, Malu parol chimpa tope, Gelwe seke shin tutenma, Traxel tutararum nige, Dudan chokdang namka gangma, Jikten bumpo zamni mente, Lupa mepa gupa numa, Chaksal gajing mela sangpa, lungla naso monchuk choma, jungpo bolang brisan namdang, nujen suki dunne koma, chaksal trashi chana peki, paro choko rap tu choma, nekam yonkan zapni nente, neba trakpa shintu barma, chaksal Saji kongwe sognam, tamte gukba numanima, tronye yowe yige homgi, flash of lightning and padanis, dancing through the sky and the sky. Genpa tamche shintu dharma, rape trona upag mele, takpa shinto urab zema, stamp your feet, time will shake, Wani Nishu Sashi. Bondare du da.